Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin bei Krontaron, dem legendären gelben Typ. Roten Typ mit dem gelben Schwierigkeitsgrad. dieser Typ, der gefällt mir einfach nicht. Ich muss ihn ein bisschen stutzen. Ja, könnte ihn aber nicht stutzen. Ich will es aber mal probieren. Deshalb, wir verlieren hundertprozentig, das stimmt. Aber dafür habe ich auch den Bind. Also, mich dort oben gebunden. Dann kann ich euch gleich noch die Items zeigen, die ich gefunden habe. Aber die sind richtig schwach. Sind eigentlich nichts wert. Aber heute suchen wir noch die restlichen Quests. Es muss noch Quests geben, weil wir hier noch zwei Ding haben, Sachen. Also irgendwo muss es doch noch weitergehen. Ah, schau mal, wie wenig Damage. Also, können wir umkloppen? Nö. Yay! Also, wenn jemand Lust hat, den mal zu kloppen, der nicht Level 60 oder so sind, also sollte schon ungefähr Level 50 Charakter sein oder so. Lust hat mit mir den zu kloppen, dann schreibt es unten in die Kommentare oder per PN und wir machen dann mal eine Zeit ab. Würde mir wirklich mal interessieren. Wer sich dem mit dem auskennt, kann mir ja zum Beispiel mal auch schreiben, was der so droppt oder ja, weil es ein Legendär ist und Legendäre sind doch eigentlich schon recht gut. Deshalb habe ich auch keine Chance. Da musste ich fliehen. Ah, schaut mal. Eine Riesenkunde. Eine Riesenkobra. Eher gesagt. So. Also. Ich wollte es einfach mal wissen, wie viel Damage mache ich denn überhaupt. Und es ist richtig wenig Damage. Das ist wahr. Also, das sind für 10er Gruppen oder so. 8er Gruppen. Und nicht für einen einzigen kleinen süßen Barbaren. Ja. Also. Ich weiß nicht, wo die Quests fortführen. Hier sind übrigens die Items, die ich gefunden habe. Seitdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Und das ist ungefähr eine Stunde her. Die Aufnahme kam ja gestern Abend. Oder bei mir jetzt vor ungefähr einer Stunde. Weil ungefähr Viertel ab 12 Uhr ist oder so. Und ja, ein zweihändiger Sensensperr für Level 42 Baba. Richtig schwach. Ein Elite-Jäger-Schulterpanzer für Level 55 mit Verbesserung 1. Das ist etwas, aber das bewahre ich nicht auf. Solange es niemand gibt, der Jäger spielt in meinen Kreisen, muss ich den wirklich nicht aufbewahren für den, bis er ankommt. Krieger 45 ist auch relativ schwach. Magier 48 auch, mit Minus sogar. Ah, Schütze Level 55. Ja, nee, ist nichts Interessantes. Ist zwar meisterhaft, aber... Magier Level 40. Angriffsgeschwindigkeit plus 5%. Auch schwach. Und den auch, oder? Ja. Ach komm. Ich bewahre jetzt wirklich nichts auf, weil... ich weiß wirklich nicht, wie ich diese Sachen loswerden soll. Vielleicht ins Aktionshaus machen oder so. Wenn ich dann ein bisschen berühmter bin und dann ein paar wirklich gute Kollegen habe, die mich auch unterstützen oder so, könnte ich die Sachen dann verschenken oder so. Ja. Da ich ja nicht mit Booster arbeite und die wahrscheinlich mit Booster nur so um sich werfen, juckt es denen wahrscheinlich auch nichts. Ich weiß es nicht. Also viele Leute, die spielen mit Booster und dass es die überhaupt gibt, finde ich ein bisschen ding. Nein, ich schon wieder in die Todestreppe. Nein, du Mistkerl. Oder Dame. Blödes Teil. Du hast diese blöde Treppe hier. Genau. Du bist warst es, der die es hingebaut hat. Ich weiß es. So, wir gehen um. Weil ich mit den Dingen einfach nicht spielen will.
mit Donnerschlag könnten wir, ja. Aber wieso 1,5 Sekunden Abklingzeit, Aussprechzeit? Das ist blöd. Aber wir skinnen ihn wieder. Wegen den Fortschlachten. Das noch, das noch. Mal schauen, ob wir genug haben. So. So. Hier auch alles. Ich weiß nicht, Blutdurst wirkt so kurz. Es steht Dauer 45 Sekunden, aber das sind nicht 45 Sekunden. Auch immer noch 45 Sekunden. Irgendwie ist es ein bisschen verpackt. Ich möchte gerne wieder zerfleischen reintun. Mag ich einfach. Und nur 5 Sekunden ist scheiße. Zorn der Erde ist es. Oder soll ich Zorn der Erde und das andere nicht? Mal kurz schauen. Hier möchte ich gerne wieder alles. Jetzt mal Topsicht mitnehmen. Sprint, Stärke, das. Ja, Ekstase, das raus. Weil das ist einfach zu lange. So, Ekstase. Dann haben wir eigentlich schon alles. Haben wir irgendwas vergessen? Pff, ich weiß es nicht. Andere würden jetzt, also die Vollprofis würden jetzt denken, ich wäre verskillt. Ich bin aber gerne ein bisschen verskillt, also ein bisschen anders. Ich finde manche eben Sachen wie Stunts oder so, brauche ich nicht. Weil ich will ja schon eine Herausforderung und ich will nicht stunnen die ganze Zeit. Ich will, ja, wie soll ich sagen, ich will halt direkt umspielen und direkt irgendwie breaken. Weil die Entwickler finden das gut, die machen es hinein und so. Aber ja, es schadet halt eigentlich nur Regnung. So, ich mach das hier. Ja, Sprint brauche ich auch. Schon gut. So. Also Sprint habe ich. Oh. Da ist es. So, dann das. Dann kommt noch Berserker. Der Hammer mache ich wie immer am Schluss. Aber so. Ja, jetzt ist halt Topsucht. Topsucht mache ich 2. So. Ekstase. Genau, Ekstase fehlt noch. Ich weiß es nicht. Also das, was mir in Form beschrieben wird, also das, was die denken, es sei gut, ist irgendwie nicht so gut für mich. Ich bin dann halt ein anderer Typ von Dingen. Sozusagen, es ist mir nicht ehrenvoll, es ist mir nicht gut, also wie soll ich sagen, es kommt mir einfach nicht. Ich bin nicht glücklich mit so einer Skillung, die für Angsthasen ist. Sondern, ja, ich bin halt ein Barbar. Ich bin kein Stunner, der so wenig Damage macht, dass er stundenlang gegen einen anderen Barbar kämpft oder gegen eine Hexe oder gegen einen Schützen. Und das will ich nicht. Hey, ich mach mit... Bei 6-7 Leuten mache ich den meisten Damage und bin Level 48 und die anderen Level 60. Also, das sind Barbar. Ich sag einfach, Barbaren sind jetzt schon stark, aber sie halten einfach nichts aus mit Level 48. Das ist es. Und ja, deshalb möchte ich schon einen Stun mitnehmen und das ist ja dieser Zorn der Erde. Ja. Aber nicht Dauerstun. Ich weiß nicht, wieso Leute im Dauerstun sind solche Angsthasen. Ich finde es schlimm. Und vor allem, ein Schütze und ein Barbar greifen mich an, wo ich ausgeruht habe. Die denken ja, er ist AFK, hauen wir ihn um. Aber man merkt, er steht auf und sofort. 20 Stunts hintereinander.
Ich weiß nicht, wie zwei Charaktere mich die ganze Zeit stunnen können. Die haben mich nicht mehr angegriffen, haben ganz selten gestunnt. Die haben so Angst gehabt. Die haben in die Hose geschissen. Und dann war es noch ein Alse und ein Syrte zusammen. Die haben einfach zusammen gespielt. Und ja. Ich habe mich so köstlich amüsiert. Ich bin ja einer, der ja sehr neutral ist. Ich habe nichts dagegen, wenn die zusammenspielen. Klar. Aber wenn sie dann noch so extrem Angst haben und extra so kämpfen, dass sie sich ja nicht selber irgendwie angreifen oder so. Und noch so richtig pussy sind, dann hört dieses Neutrale auf. Ich wäre so neutral, ich könnte Nachrichtensprecher für Regnum sein. Oder irgendwie Game Master oder sonst irgendwas. Aber mir geht es ja um Spaß. Ich möchte euch Spaß zeigen. Ich möchte... Ja. Ich bin einer, der in Regnum nicht online ist, um das Bestmöglichste zu machen. Ich will nicht sehr erfolgreich sein und handle und handle und handle und handle. Ich bin einer, der in Regnum spielt, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich der Beste sein will und alles Mögliche. Das ist nichts für mich. Und wenn ich dann plötzlich im Leveln angegriffen werde und solche Sachen, aber es denen gar nicht um die Kriegspunkte geht, dass es um die Fames kommt, ins Video zu kommen. Wenn sie sehen, ich levele, wieso meinen sie dann nicht, sie kommen dann ins Video? Wenn ich levele, dann levele ich. Dann kommen sie nicht ins Video, weil ich die Aufnahme gar nicht anhabe. Dann müssen sie alles Mögliche machen, damit sie so extrem herausschauen, oder? Aber es bringt ihnen nicht, also es bringt allen nicht, also so müsst ihr nicht kommen. Deshalb finde ich es besser, wenn ihr einfach daneben hockt. Ich greife euch nicht an. Wenn ich levele, dann levele ich. Dann könnt ihr nebenan hocken und dann kann ich den Videoknopf anmachen und ihr seid im Video. Aber doch mich nicht töten. Wieso tötet mich überhaupt? Hey, ich bin der Gott, hey Mann. Nein. Schon gut, aber eben, wenn ihr ins Video kommen wollt unbedingt, dann fragt mich, könnt bei YouTube mich kurz anschreiben, ja komm mal bitte online und wir treffen uns dort und dort und dann könnt ihr ins Video. Aber nicht irgendwie mich suchen gehen unbedingt und mich dann töten. Und das macht die Videos auch dadurch nur ein bisschen verzögert, also eben, weil ich dann nicht leveln kann. Und ja, also, wir gehen jetzt mal nach Ackersburg, weil wir die Quest eigentlich, wir könnten jetzt uns eigentlich die Quest schon suchen gehen, aber das ist ja ein bisschen langweilig. Und deshalb gehen wir jetzt, denke ich mal, nochmals. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo die hingehen. Was steht da überhaupt? Was? Ein Bart mit zwei Einhänden und eine Zweihand. Geht beides, aber Dual-Zweihand ist besser. Weil man auf beiden Waffen Boni hat. Okay, danke. Eine Zweihand hat maximal 5% Angriff. So und 7% Angriff via Sockelung, ergo 12 Angriff. Bei Dual kannst du 12 pro Angriff Einhand haben, also 24. Cool, also viel besser. Ja, ich benutze auch nur noch zwei Waffen seit Level 36. Da hatte ich ja den guten Speer. Habe ich den überhaupt noch? Ist es der? Nein, es war nicht der. Es war ein schönerer Speer. Der ist auch ab Level 40, ja. Wo habe ich den? Ah, den habe ich wahrscheinlich ins Lager getan, ja. Also jetzt machen wir noch ein bisschen etwas Spannendes. Nämlich Ackersburg anschauen. Das wurde ja angegriffen, ich habe nicht übernommen, nein. Und vielleicht können wir einfach noch ein bisschen helfen. Ich will einfach nicht dort ankommen und dann werden wir erobert und ich verliere wieder. Das geht weniger gut, weil ich dann wieder nach oben, oder nein, Reichsmauer, genau, zur Reichsmauer komme.
Oh, schöne Feuer. So. Hier könnten wir auch mal leveln. Naja. Ist jetzt nicht ganz so gut. Also bei Narquant ist es jetzt momentan am besten. Die wurden, die sind 2-Hit jetzt. Die Narquant ist noch gelb, aber sind 2-Hit. Und das ist das Coole. Ja, sonst bin ich am Nordstrand, am Golems kloppen, weil die ja Ding haben. Also Boten sind und deshalb aufstehen müssen. Ja. Ich glaube, ich greife nicht an. Ich gehe hier rein. So. Oh, die Lauri ist am Boden. So. Ich sterbe sich. Ah, die haben ab. Ja, ja, das stirbt wahrscheinlich dann. Ja, das sind zu viele. So, noch ein. Der wurde geheilt. Der wird immer geheilt. Oh. So ein Kack. Ja, habe ich natürlich keine Chance. Hallo, schützt mich doch mal. Ah, oh, natürlich. Wo kommt jetzt der Hexe her? Ah, toll. Man wird wieder verlassen. Man wird einfach von den Leuten verlassen. So böse. Von den eigenen Leuten wird man nicht schon alleine gelassen. Nein. Wieso splitten die immer auf? Ich verstehe es nicht. Wieso müssen die Ecken immer aufgesplittet werden? Lass doch einfach mal die in Ruhe. Ihr müsst nicht immer alle jagen. Die denken jetzt so, ja, ich kann den noch erwischen. Und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Tja. Ich schaue noch ein bisschen zu. Also, hier passiert jetzt gerade nichts. Da ist der Champignon. Hallo, Champignon-Pilz. Da vorne, ah nein, ist ein junger Troll. Ja toll, gehen wir wieder zurück. Mendini, Mipf. Ich habe jetzt halt ein bisschen sehr offensiv gemacht, weil ich einfach euch zeigen wollte. Natürlich sterbe ich da, aber es geht mir eben nicht ums Gewinnen, sondern eher ums Zeigen. Und gewinnen müssen die anderen, weil die Level 60 sind, die sind erfahren, die, ja, ich will halt einfach irgendwas zeigen. Und so kann ich am besten zeigen, wieso nicht? Kameramann in Schwarz-Weiß, bisschen zurück ins vor, also in die 50er Jahre oder so. So richtig schön. Ah, schaut, jetzt verlieren wir das Wort. Oh, jetzt gehen alle auf diesen Ritter. Hört doch auf. Oh. Geht auf den Champignon und auf die Ravanna. Es sind 2 oder 3 Leute, die den ganzen Tag on sind. Die haben nichts anderes, haben die keine Schule, haben die keine Arbeit. Machen die nichts. Nur Regnum spielen. Das ist etwas
was mir ein Rätsel ist. Gute Nacht, Varox. So. Also Altarok ist nichts. Gehen wir mal nach Allahed. Und gute Nacht, viel Spaß noch. Gute Nacht. So. Also. Holy Jar Jar. kenne ich den? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich kenne ihn noch nicht so. Vielleicht einer, der wieder gekommen ist, weil viele sind jetzt wirklich wieder umgekommen. Wo ein Jahr oder zwei Jahre weg waren oder ein halbes Jahr. Finde ich toll, dass manche wieder zurückkommen und wieder spielen. Nein, das sind die und waren am Mai jetzt nicht mehr da. Also viele vor allem. Also so 7-8 Leute sind vom Mai noch online. Ab der Rest nicht mehr. Und wir waren Mai, also so gegen Ende Mai waren wir recht viele. Leider sind wir nicht mehr so erfolgreich dadurch, aber das ist eigentlich irgendwie cool. Also es gibt immer wieder neue Leute hier im Higgenreich, die schon Level 60 sind, weil sie eben schon mal gespielt haben und so. Und das ist wirklich toll. Aber das macht es halt auch ungemein schwer. Vesper-Tunika. Das hätte ich wahrscheinlich in 3 Jahren noch nicht. Weil ich ja die nicht kaufe oder hole. Ja, schon hole. Ich könnte sie dann holen, ja. Wenn ich Level 60 bin und dann mal eingeladen werde, das ist so. Das ist klar. Aber ich denke, solche Sachen werde ich wirklich verschenken. Also die werde ich entweder verlosen oder jemand dem schenken, der halt im richtigen Moment oder so gerade mir irgendwas, eine PN schickt hier, also eine Nachricht oder irgendwie. Mal schauen. Solche Sachen, also wirklich die wertvollen Sachen, wenn ich die mal habe, wirklich, das wäre, würde ich gerne machen, ja. So, außerdem alle Sachen, die nicht Barbaren-Sachen sind, die ich auf Level 60 dann farme, verschenke ich dann. Und ja, die immerhin ein bisschen gut sind, damit ich einfach ich brauche sie nicht und ich möchte ja natürlich den Zuschauern auch etwas bieten, oder? Und vielleicht bietet ihr mir dann auch ein bisschen etwas mehr, macht bei Umfragen, also dass ich Umfragen machen kann und so. Und dass wir zusammen irgendwas machen können. Mal treffen können. Ich komme mal zum Eisentor oder zum Südentor und dann treffe ich mich mit euch dort und dann könnt ihr mich auch oder wir machen so, dass wir irgendwie in Nordstrand gehen für die Eisen oder in den Sumpf für die Syrten, also ja, Shana Bind, und dann dürft ihr mich die ganze Zeit totkloppen und ich lebe mich wieder, gehe wieder dorthin, darf ein anderer mich totkloppen, immer wieder weiter so. So etwas könnten wir dann machen, ja, das ist richtig geil. So, oh, die Mauer sieht man auch so, ohne die Game-CFG-Zeugs da hochzuschrauben. Aber natürlich ist alles in so dichtem Nebel gehüllt, mag ich nicht so. Aber eben, ich weiß ja, Grafikfehler und alles mögliche und das Umstellen vom Fenstermodus, das ist blöde. Weil jetzt, wo ich nicht mehr die Game CFG hochgemacht habe, seitdem habe ich das Zurücksetzen der Ding eigentlich nicht, der Grafik mehr. Ich muss jetzt mal kurz schauen. Nö, es ist noch Maximum, ja. Also es geht nicht mehr zurück. Das ist wirklich ein Bug. Ja, macht nichts. So. Also. Wo bekommt man nächste Quests? Mal schauen, ob irgendwo silberne Ausrufezeichen sind.
So auf die Stelle kann ich nicht sehen. Hm. Schade. Wieso bekomme ich die Items nicht weg? Das ist eine Frechheit. Hier hat auch niemand ein Silberes. Nö. Also außerdem möchte ich mal eben eine eigene Gilde gründen. Da dürft ihr wirklich dabei sein und da könnt ihr mir dann die ganze Zeit fragen, ob ich mit ihnen Ding mache. Weil passieren tut nichts in dieser Gilde. Es ist so schade. Da hat jemand wirklich, habe ich jemand auch einen Gefallen getan. Konnte zwar da nicht online sein zum Gründen, aber ich habe ein paar Leute Bescheid gesagt, die dann auch in Clan kamen, aber die wahrscheinlich dann wieder ausgetreten sind, weil man es ja eigentlich nur kurz braucht und dann wieder nicht braucht. Und ja, schade, dass ich mit ihm nicht mehr Kontakt habe, also melde dich mal wieder bitte. Clan-Gründer. Das kann man, glaube ich, kurz schauen, wie der heißt. Also hier sind alle Leute, die sind noch drin. Ah, der Valek Teranto war es, ja. Und, ja. Dass ein bisschen mehr los ist in der Gilde, wäre schon gut. Sonst eben, ich mache eine neue Gilde. Also einen neuen Clan. Und dort, werde ich natürlich eben Bescheid sagen, wenn ich aufnehme und so. Und wo ich bin und so. Und dann dürft ihr mir gerne folgen oder ja. Oder ihr dürft schreiben, wo ihr hin soll geht. Und dann komme ich und nehme auch auf und so. Also für alle, die interessiert sind, melden sich mal hier bitte in-game. Ihr könnt euch einfach mich kurz in die, also ihr könnt mich in die Freundesliste tun. Dann seht ihr, wenn ich online bin. Und dann könnt ihr mir eine PN schreiben, wenn ihr seht, dass ich grün bin. Und so mich mit mir treffen, oder? Also, hier haben wir auch nichts. Wieso auch? Das sind nur die zwei Quests für die Magnaniten. Und sonst... Schade. Ja. Ich glaube, ich schneide jetzt noch kurz oder suchen wir mal ein paar Magnaniten. Müssen wir auch mal wieder machen. Also jetzt leider wieder ein bisschen weniger Action, tut mir leid. Aber das ist in Rechnung einfach so. Und ich hätte es gern, wenn Rechnung ein richtiges Action-Rollenspiel sein würde. wir beginnen hier vorne mit dem Magneten suchen. So. Ja, einige habe ich jetzt wieder gefunden, auch ein Fünfer. Jetzt habe ich 91. Und suchen habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Also richtig so einfach vorbeigelaufen, als ich irgendwie bei einem Quantis-Level ging oder so. Und sonst, ja, Magneten suchen ist für mich einfach viel zu langweilig. Eben, wenn ich mal einfach Bock habe, dann suche ich. Also dazu habe ich aber sehr wenig Bock, weil auch die meisten Leute natürlich die Magneten einfach wegnehmen. Also ja, weil sie halt selber die Magneten brauchen und deshalb auch nirgendwo sind. Mache es auch nicht gern. Hier ist zum Beispiel einer, sehr schön, direkt auf dem Weg. Ein Fels. Oh. Also. Ja, ich werde natürlich jetzt wieder öfters viel mehr leveln. Damit ich so schnell wie möglich Level 60 bin. Dann brauche ich ja noch die Items. Ich bin dann Level 60, aber sackschwach, weil ich keine Items habe. Und werde dann natürlich auch weiter farmen. Genauso wie ich gelevelt habe, werde ich immer farmen. Und immer dann aufnehmen, wenn ich eigentlich kurz mal Pause machen will beim Leveln. Zeige ich euch die Items, die ich dann immer wieder auf die 3 tue.
damit ich einfach alle auf eine Reihe habe. Und eben wenn ich aufnehme, dann zeige ich die Items, dann gehen wir Fortschlachten machen und am Ende der Aufnahme rede ich zum Beispiel noch irgendwas oder so. So denke ich jetzt mal, machen wir weiter. Aber eben, bis Level 60 werde ich jetzt nicht jede Folge Fortschlachten machen. Ich werde auch Levelfolgen zeigen. Ich werde auch Trefffolgen zeigen, wo ich mich mit Leuten treffe, die halt ein Video wollen und so. Mache ich gerne. Können auch Alsen und Syrten sein. Und ja, danke. Part ist zu Ende, ich weiß. Ja. Oh, ich habe schon wieder viel mehr Gold verdient. Ja, und eben Levelfolgen Farm werden jetzt halt kommen. Die halt nicht so spannend sind, aber ich rede immer, das, ja, ich schaue, dass ich jetzt reden kann, das recht spannend ist. Was halt zu mir noch gewesen, was mir, also, was ich halt so in Regnum, was mir passiert ist, was ich erlebt habe, was cool war und so. Ja, allesamt. Und auch vom Real Life natürlich, weil Regnum ist etwas, das bietet halt zu wenig Gesprächsstoff für die ganzen Parts zu füllen und so. Ich muss ja auch etwas reden. Und das ist gut, dass ich noch ein bisschen vom Real Life erzählen kann und so. Und ja, vielleicht ein bisschen Nachrichten machen kann, was jetzt klar passiert ist, also ob jetzt ein Portal aufgemacht wurde und so Sachen. Aber also wenn jemand irgendwie ein bisschen Informationen mehr senden kann, weil er ja recht oft on ist und viel mitbekommt und so, der kann sich gerne bei mir einklinken als Korrespondent oder so. Dann machen wir so richtig Nachrichten. Ja, dann gebt ihr mir die Themen per PN oder so, könnt auch mit Skype oder so. Und da können wir so richtig Nachrichten während den Parts machen. Ja, cool. So, wir haben Magnanit, 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 Magnanit und hier oben Magnanit. Irgendwo. Da ist noch ein Magnet, da ist noch ein Magnet. Also sehr eigentlich. Früher hatte ich die ganze Zeit immer diese Gesteine, Ambergestein und noch irgendwas. Weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber die hellen. Und heute habe ich eigentlich die, also seitdem ich eigentlich so Level 30 oder 40 bin, habe ich die ganze Zeit immer Magneten und dann eigentlich jeden Tag mindestens ein Fünfer. Ja. Und weiß jetzt nicht, was gemacht wurde. Wurde das ein bisschen geändert, dass es häufiger ist? Oder habe ich nur Schweinesglück? Keine Ahnung. Also. Ja. Fertig mit dem Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich werde noch leveln morgen und im Verlauf des Tages dann noch den zweiten Part bringen. Das ist ja jetzt der morgige, morgen ist Freitag, der Freitagspart für den Morgen und dann noch den Abendpart, dass er jetzt wieder kommt, weil ich weniger zu tun habe und mehr Aufnahmen nehmen kann, mehr Zeit habe zum Aufnehmen. Ja, also. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.